Teiresias oder wie wird man ein Seher? Mythen sind kollektive Träume. Wie diese haben sie einen manifesten und einen latenten Inhalt. Letzterer wird bei beiden verschleiert, da er sozial unverträgliche, vom Ich abgelehnte Wünsche zum Ausdruck bringt und in der Fantasie befriedigt. Verschiedene Mechanismen wie Verdichtung mehrerer Personen in eine und umgekehrt die Aufspaltung einer Person in mehrere, Verschiebung von Gefühlen an unpassende Stellen und Symbolbildung werden dazu verwendet. Um zu einem Verständnis des auf diesem Weg unkenntlich gemachten latenten Inhalts eines Traums zu gelangen, genügt es oft, den Träumer zu seinen Einfällen zu den einzelnen Elementen des Traums zu befragen, eine Methode, die beim Mythos nicht anwendbar ist. Da jedoch die unbewussten Wünsche der Menschen einander sehr ähneln, liegen sie Mythen unterschiedlichen manifesten Inhalts sogar aus unterschiedlichen Kulturkreisen zugrunde. Verwenden wir unsere Kenntnis der Verschleierungstaktik, die wir aus der Traumdeutung gewonnen haben, und vergleichen Mythen miteinander, so können sich überraschende Erkenntnisse ergeben. Ich werde das am Beispiel des biblischen Mythos vom Paradies und des griechischen vom blinden Seher Teiresias versuchen. Im biblischen Mythos vom Paradies heißt es, Zitat Anfang: Und das Weib Eva schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre, und dass er lieblich anzusehen und ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Da wurden beide Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Zitat Ende. Ein wenig später, Zitat Anfang: Und Adam erkannte sein Weib Eva und sie ward schwanger. Zitat Ende. Gewahr werden, erkennen und sehen sind also Metaphern für miteinander sexuell verkehren. Wie ich in meinem Video das Patriarchat erklärt habe, handelt die Paradiesgeschichte jedoch nicht einfach von einem beliebigen sexuellen Verkehr, sondern von dem mit der Mutter. Wechseln wir nun zu dem griechischen Mythos. Teiresias war der berühmteste Seher der Antike, heute würden wir sagen Hellseher. Der Name bedeutet so viel wie Deuter der Zeichen. Der Mythos beschäftigt sich mit der Frage, wie Teiresias zu seinen seherischen Fähigkeiten kam. Als junger Mann ging Teiresias auf die Jagd, wurde durstig und wollte an der Quelle des Pferdes der Hippokurene trinken. Athene badete dort gerade und Teiresias sah, was er nicht hätte sehen dürfen, Brust und Schoß der Göttin, die daraufhin die Hände auf seine Augen legte und ihn erblinden ließ. Halten wir kurz inne für eine Überlegung, welche die Deutung von Sehen als sexuelle Tätigkeit zusätzlich stützt. Die naheliegendste Assoziation zu Pferd ist Reiten, was tatsächlich eine sexuelle Nebenbedeutung hat. So spricht man beim Begattungsakt von Hunden davon, dass der Rüde aufreitet. Fahren wir mit der Erzählung des Mythos fort. Auf Bitten ihrer Gefährtin Chariklo, der Mutter des Teiresias, verlieh Athene ihm die Fähigkeit des Sehers, indem sie seine Ohren von Schlangen reinigen ließ, damit er die Sprache der Vögel verstehen konnte. Wie in einem Traum wird hier Symbolik verwendet. Die Schlange eignet sich ihrer Form wegen als Penissymbol, die Ohrmuschel und der Gehörgang als Symbol für Vulva und Scheide. Das Ausschlecken des Ohres durch die Schlange ist also ein Sexualakt. Kompliziert wird die Darstellung durch die Umkehr der Rolle Mann-Frau.
Die Schlange wird ja auf Geheiß Athenes, der Frau, aktiv und das Ohr gehört Teiresias, dem Mann. Die Vertauschung dient einerseits der Verschleierung des latenten inzestuösen Wunsches, andererseits stellt sie die größere Aktivität der Göttin, einer Projektion der Mutter gegenüber dem Kind, dar. Die Schlange ist nämlich ein mehrdeutiges Symbol. Sie ist auch das Symboltier der Muttergottheit, wie ich im Video über das Patriarchat dargelegt habe. Zusammenfassend stellt diese Version des Mythos den verbotenen Verkehr des Teiresias mit der Mutter dar, ein fundamentaler Tabubruch, der in der Bibel mit der Vertreibung aus dem Paradies geahndet wurde. In der vorliegenden Geschichte mit der Blendung. Die Parallele zum Ödipus-Mythos liegt auf der Hand. Der Verkehr mit der Mutter wird zwar einerseits bestraft, andererseits ist der sexuelle Kontakt der intimste vorstellbare. Es kommt dabei nach dem Vorbild der vorgeburtlichen Zeit zu einer Verwischung der Grenzen zwischen den Individuen und somit zu einer weitgehenden Identifizierung. So fantasiert das Kind die Fähigkeiten der Mutter mit ihr zu teilen, und diese Fähigkeiten werden vom kleinen Kind als unbegrenzt, in der Sprache des Mythos als göttlich imaginiert. Die Mutter ist für das kleine Kind allmächtig, allwissend und unsterblich. Folglich wird auch Teiresias, fast allwissend, jedenfalls hellsichtig und fast unsterblich, er darf sein Bewusstsein und seine Hellsichtigkeit im Hades, dem Totenreich, behalten. In einer zweiten Version des Mythos wird seine Lebensspanne von Zeus auf das Siebenfache verlängert. Wir können diese zweite Fassung zur Überprüfung obiger Überlegungen verwenden. Der latente Inhalt, die als erfüllt dargestellten unbewussten Wünsche, müssten auch bei geändertem manifesten Inhalt die gleichen bleiben. Nach Hesiod war Teiresias zunächst ein Priester des Zeus, der, als er auf ein Paar sich begattender Schlangen stieß, die weibliche tötete, woraufhin er in eine Frau verwandelt wurde. Ich unterbreche an dieser Stelle kurz die Wiedergabe des Mythos, um auf die Bedeutung der Passage einzugehen. Kinder stillen oft ihre sexuelle Neugierde, indem sie Tiere bei der Kopulation beobachten und dann durchaus zutreffende Rückschlüsse auf das Verhalten von Menschen ziehen. Die Ersetzung des kopulierenden Schlangenpaares durch ein Menschenpaar ist also naheliegend. Bedenken wir, dass die Schlange ein Tier der großen Mutter ist, so heißt das, Teiresias hat seine Mutter beim Geschlechtsverkehr beobachtet. Naheliegend ist die Annahme, dass das in seiner Kindheit passiert ist. Um zu einer Vorstellung zu kommen, was in einer solchen Situation die Psychoanalyse hat für sie den Ausdruck Urszene geprägt, im Kind vor sich geht, ist es hilfreich, sich klarzumachen, was in einem Erwachsenen geschieht, der eine pornografische Szene betrachtet. Obwohl der Betrachter am Verkehr nicht real teilnimmt, wird er erregt, indem er sich in seiner Fantasie an die Stelle eines der beiden Protagonisten versetzt und ihn oder sie damit ersetzt. Das ist gemeint mit dem Erschlagen der Schlange. Er schlägt, sprich ersetzt Teiresias die weibliche Schlange, nimmt er deren Stelle ein und fantasiert sich als Frau. Und so setzt sich der Mythos auch fort. Er wurde zur Prostituierten oder Priesterin der Hera, heiratete und hatte Kinder. Setzt er sich hingegen an die Stelle des Mannes, passiert analog Folgendes. Nach 7 Jahren traf Teiresias erneut ein Paar kopulierender Schlangen, tötete diesmal die männliche und wurde wieder zum Mann. Halten wir an dieser Stelle erneut inne. Auch in dieser Version des Mythos
kommt es also zu einem fantasierten Verkehr mit der Mutter bzw. zu einer starken Identifizierung mit ihr. Der latente Inhalt ist tatsächlich trotz des abweichenden Manifesten ident. Es fehlen noch Strafe für diesen Tabubruch und die mittels der Identifizierung von der großen Mutter erworbenen außerordentlichen Fähigkeiten. Wie fährt der Mythos fort? Aufgrund der Erfahrung mit dem Leben sowohl als Mann als auch als Frau wurde er von Zeus und Hera gebeten, die Frage zu klären, welches Geschlecht, Mann oder Frau, in der geschlechtlichen Liebe mehr Lust empfinde. Zeus hatte sich für die Frauen, Hera für die Männer entschieden. Als Teiresias Zeus Meinung unterstützte und offenbarte, als Frau neunmal so viel Lust wie als Mann empfunden zu haben, ließ die wütende Hera Teiresias erblinden, weil er den Männern das Geheimnis der Frauen preisgegeben hatte. Da Zeus dies nicht rückgängig machen konnte, verlieh er Teiresias zum Ausgleich die Gabe des Sehers und siebenfache Lebensdauer. Die Strafe ist wieder die Blendung. Die besonderen Fähigkeiten, Allwissenheit und fast unbegrenzte Lebensdauer. Alles Eigenschaften, die das kleine Kind, wie bereits gesagt, seiner ersten Bezugsperson, der Mutter, zuschreibt. Natürlich muss eine solche Mutter auch sexuell potenter sein als jedes andere Wesen. Damit ist der latente Inhalt des Mythos klar. Ein Seher ist jemand, der seine Mutter gesehen hat, das heißt mit ihr sexuell verkehrt hat, was unerlaubt ist. Dafür wird er einerseits am Organ, das gesündigt hat, bestraft, er darf nichts mehr sehen, er blindet. Das Auge steht hier zum Zweck der Verschleierung für das eigentliche Organ, den Penis. Andererseits erhält der Sünder durch Identifizierung mit der Mutter übernatürliche Fähigkeiten, er wird zum Seher. Eine kleine Ergänzung, Wiederholung oder Illustration des Gesagten bildet der kurze Mythos vom Tod des Teiresias, der den Kreis schließt. Durstig, das heißt begierig, kam Teiresias als junger Mann zu der Quelle, in der die nackte Athene badete. Als alter Mann kam er wieder durstig zu einer anderen Quelle, zur Telfusa. Sie war dem Apoll geweiht und jeder Mensch, der es wagte, daraus zu trinken, musste sterben. So auch Teiresias. Telfusa war eine Wassergöttin. Ihr älterer Name lautete Delfusa, der sich von Delphis, dem griechischen Wort für Gebärmutter, ableitet. Teiresias kehrt schließlich zu seiner Mutter, zur Quelle des Lebens, zur Gebärmutter zurück und verschmilzt mit der Mutter, verliert seine Individualität und stirbt.